mal wieder und ich würde jetzt gerne einen kleinen Test machen. Einen kleinen Test. Dazu nehmen wir die Mies. So, wo sind wir? Sechs haben wir. Immer noch nur sechs. Okay, was ich gemacht habe, vielleicht machen wir das jetzt einfach mal zusammen. So, wir gehen zum Hauptmenü. Ich habe hier eine Map, die nennt sich Experimente jedweder Art. Da habe ich Konfigurieren, da habe ich Unified Memory, Unified Inventory und das Unified Inventory hatte ich deaktiviert. So. Und dann habe ich gesagt, Spiel starten. Und dann gehe ich hierher und sehe, wir haben Unified Inventory. Ich habe hier einen Sandblock. So, das ist quasi die ähnliche Karte. Das ist bloß, dass ich halt hier Experimente mache. So, und dann würde ich mal auf 3 gehen, auf 4. Und jetzt haben wir die Erde. Und die haben wir eingesammelt. Okay, hier haben wir 17. Probieren wir vielleicht nochmal aus. 18. Das heißt, wir gehen zurück zum Hauptmenü. Wir gehen hier hin. Wir sagen hier, Unified ist momentan deaktiviert. Ich sage nochmal speichern. Ich sage Spiel starten. Dann sind wir hier wieder zurück. Dann würde ich mal die Miese nehmen. Wir haben hier 6. Wir haben immer noch nur 6. Okay. Was habe ich letztens auch noch deaktiviert? Ich denke, ich habe Mobs deaktiviert. Wir gehen nochmal zum Hauptmenü. Das Interessante fände ich bei In Experimente jedweder Art, es hatte keine Auswirkung. Also ich habe die 3 deaktiviert, aber sie waren dann sofort wieder aktiv. Gut, das machen wir jetzt auch. Aktiviert, aktiviert und... Advanced Spawning brauchen wir eigentlich nicht. Dann mal speichern. Sagen wir Spiel starten. So, sage ich Inventar. Unknown Item. Ja klar, wegen Mobs. Ist mir aber auch gerade egal. Es waren 6. Es sind immer noch nur 6. Das ist so lächerlich. Okay. Hier habe ich Schaden an, da habe ich Schaden an, da habe ich Schaden an. Konfigurieren. Unified Inventory. Deaktivieren. 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 Das ist okay. Die lasse ich mal einfach. Also da seht ihr auch schon, welche Mods ich habe. Die müssen nicht unbedingt kompatibel sein. Also die hier und die hier, die habe ich alle deaktiviert. Ich sag speichern. Ich sag Spiel starten. Ich gehe hier auf 4. Und ich gehe im Inventar. Ich habe Erde. Und ich habe Erde. Okay, ich sage nochmal Hauptmenü. Ich sage Konfigurieren. Ich sage, ich aktiviere das Spawning, ich aktiviere die Mobs und ich aktiviere das Unified Inventory und ich sage Speichern. Ich sage Spiel starten. Ich gehe nochmal auf 4. Wie viel haben wir jetzt? 19 haben wir jetzt. Und ich habe 20. Ich kann den Rucksack benutzen ganz normal. Ich kann den Eimer. Okay. Und so weiter und so fort. Können wir nochmal zum Hauptmenü gehen?
Machen wir den ganzen Spaß hier. Wir können hier noch auf Einstellungen gehen, da kann man einfach nur so ein paar lustige Sachen einstellen. Das will ich jetzt eigentlich alles nicht. Inhalt. Da kann ich theoretisch neue Pakete mir dazu packen. Aber das hat jetzt eigentlich keine Auswirkungen, weil ich das am Spiel konfiguriere. So, das heißt, wir sagen hier auch nochmal aktivieren. 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 Ich sage nochmal. Die anderen sind alle aktiviert, so wie ich das haben will. Ich sage speichern. Ich sage Spiel starten. So, wir schnappen uns nochmal den Mies. Es waren ja sechs. Immer noch nur sechs. Ich blick's nicht. Okay, wir können nochmal sagen, hier Einzelspieler ein, Kreativmodus aus, genauso wie es vorher auch war. Hier sehen wir noch so irgendwelche anderen Sachen. Das ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal für mich. Wir können Spiel starten. Wir können mal an die Oberfläche gehen. Ich glaube, das wäre gar kein schlechter Plan. Ich würde mal in die Oberfläche gehen und gucken, ob wir. Und schauen, ob wir vielleicht Wasser. Wasser. Einfach uns einen Erdklotz nehmen können. So, vier. Inventar, wie viel haben wir? 12. So, Inventar. 12. Wir haben ja immer noch 99. Das ist ja genau das, was mir vorher auch aufgefallen ist. Dass wir immer noch 99 von den Dingern haben. Wie gesagt, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass diese Knoten noch die alten Knoten sind. Und ich deswegen mit den Knoten nichts anfangen kann. Was denn das? Ach, das sind Sterne. Okay. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Okay, das Blümchen habe ich jetzt. Zwei. Bitteschön. 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 Aber ich werde es auch nicht mehr los. Drüber laufen? Nein. Okay. Okay. Das scheint irgendwie ein kleiner Bug zu sein, den ich mir im Detail vielleicht mal angucken muss, aber eben dann im Detail. So, bitteschön, 10 Eier. Da haben wir jetzt Glas. Das ist übrigens gar kein schlechter Plan, dass wir da jetzt Glas haben. Dann können wir vielleicht das Loch da oben mal stopfen. Dafür würde ich dann aber gerne vielleicht mal den dann nehmen. Das Glas abbauen hat geklappt? Ich wollte nämlich gerade sagen, vorher hatte ich doch gar kein Glas dabei, aber das Glas habe ich jetzt ja natürlich deswegen, weil ich das Glas abgebaut habe. Also das hat geklappt. Na, das ist ja super strange. Okay. Also, was wir auch jetzt auf jeden Fall machen müssen, da hinten ist, wir müssen dieses Loch stopfen. Und das habe ich auch vor und dafür müssen wir quasi hier nach oben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich da nicht die gleiche Kacke mache wie gerade eben.
Ja. Ich bin trotzdem versucht. Warte mal, wir machen das vielleicht so und so. So, drei. Also. Wie gesagt, das ist halt das mit dieser miesen Sache. Okay, das geht nicht. So. Da hinten müssen wir jetzt halt echt aufpassen. Weil wenn ich jetzt nicht aufpasse, kann es sein, dass das echt tierisch Probleme gibt. Genau die. So, 5, 4, ach Gottchen, wie schön. Okay. Kann ich vielleicht hier. So, wir haben ja jetzt unendlich von diesen Steinen. So, dann würde ich doch mal so versuchen, mich da irgendwie hinzuhangeln. Genau. Habe ich schon mal erwähnt, dass Lava latent scheiße ist? Okay. Gut, dann würde ich mal dich nehmen und sagen Fluff, Fluff und Fluff. Fluff, Fluff. Okay. Also. Eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen können, ist, wir können auf jeden Fall schon mal dieses Loch stopfen. Indem wir sagen, du. Und du. Okay. Das Problem hätten wir beseitigt. Das Problem hätten wir beseitigt. Okay, und was ist das da unten jetzt? Aber ich glaube nicht.